Heute erkläre ich dir die Ö-Laute im Deutschen. Der Buchstabe Ö oder O-Umlaut repräsentiert im Deutschen zwei verschiedene Laute. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du den Buchstaben Ö aussprechen kannst. Einmal kann dieser Laut kurz und offen sein, wie in den Wörtern möchte, öfter oder Töchter. Die andere Möglichkeit ist ein langer und gespannter Laut Ö, so wie in den Wörtern Öl, Söhne oder möglich. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, unterscheiden sich diese beiden Laute nicht nur, indem sie kurz oder lang gesprochen werden, sondern die Qualität der Laute ist hier auch unterschiedlich. Hier nochmal beide Laute. Ö, Ü. Ö, Ü. Du siehst also, nicht nur die Länge ist unterschiedlich, sondern auch, was der Mund macht. Wir nennen das die Vokalqualität. Bei Ö sind die Lippen etwas geöffnet und hier in den Wangen gibt es nicht so viel Spannung. Ö, Ö. Wenn ich aber sage Ü, Ü, dann sind die Lippen gerundeter, das heißt, das Loch vom Mund ist ein bisschen kleiner und hier in den Wangen gibt es Spannung. Ü, Ö, Ü, Ö, Ü. Wenn du Probleme hast, das lange, gespannte Ü zu bilden, dann habe ich hier noch einen kleinen Tipp für dich. Sprich als erstes das lange, gespannte I, so wie im Wort See, See. Und dieses E hältst du ein bisschen länger aus. Sie. Jetzt lässt du im Mund alles komplett gleich und bringst nur die Lippen nach vorn. Ich zeig's dir. Sie. Ü. Sü. Söhne. Und dann hast du ein perfektes, langes, gespanntes Ö. So, das war's zu den Ö-Lauten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern den Daumen oben da und abonniere für mehr. Auch in diesem Jahr gibt es wieder neue Online-Aussprachekurse bei mir. Schreib mir gern eine E-Mail, wenn du daran Interesse hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit Language Coach Institute.